Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, selbst zu bestimmen, wo und wie sie leben wollen, welche praktische und pflegerische Hilfe sie benötigen, wer die Hilfe wann durchführt und wie diese erbracht wird. Also der Kunde legt fest, wen er bei sich zu Hause oder im Pflegedienst eben halt angestellt wissen möchte. Ja, der Kunde legt fest. Der Pflegedienst kann zwar natürlich Assistenzen vorschlagen, aber im Endeffekt legt der Kunde fest, wen er in seinem Haushalt eben halt angestellt haben möchte. Menschen zu finden, die mein Leben mitlieben, die bei mir sind, die meine Hände sind, meine Füße sind, die mir Sachen machen, die ich nicht machen kann. Menschen mit Behinderung sind Menschen im Rollstuhl beispielsweise oder Menschen mit anderen Einschränkungen und die werden im Alltag unterstützt. Aber es ist natürlich auch, je nachdem, mit Knochenarbeit. Mit diesem Rüstzeug, das man also als Pflegedienst anbieten kann, und es ist doch einfach schön. Und die Botschaft muss sein, das Thema Pflege geht alle an, in der häuslichen, in der stationären Pflege. Und die Probleme sind so massiv, vor allem weil sie auch alle Familien betreffen, früher oder später, dass es nur solidarisch geht. Das heißt, die Verantwortung muss auf viele Schultern verteilt werden. Der Pflegedienst mit dem Konzept der persönlichen Assistenz orientiert sich an der individuellen Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden. Diese haben ein Wahlrecht bei der Auswahl ihres Assistenzpersonals. Bei Bedarf werden sie beraten und unterstützt vom Pflegedienst. Bewerben Sie sich jetzt als persönliche Assistentin oder persönlicher Assistent bei der FIF.